Ist, da gibt es ein offenes Deck. 110 Stockwerke haben wir insgesamt und die Aussichtsplattform ist auf dem 110. Stockwerk. Dort sind vielleicht noch Menschen eingeschlossen. Vielen Dank. Ein Augenzeuge, sie einen lauten Knall gehört hat, als sie in ihrer Wohnung saß und dann den Anblick des World Trade Centers hatte, der in schwarzem Rauch explodierte. Wir sprechen mit WABC. Wir danken für die Live-Übertragung. Und als ich dann nach oben schaute, sah ich, wie etwas einschlug. Ein großer Flammenblitz. Feuer ist überall ausgebrochen. Und dort sehen wir ein großes Loch in der Seite des Gebäudes. Sie sind auf der Nordseite und dort hat das Flugzeug den Aufprall erlebt. Ja, das ist richtig. Das Flugzeug ist komplett in das Gebäude hineingeflogen. Es ist keine Trümmer des Flugzeuges sind herabgestürzt. Ja, das ist wahr. Der Aufprall hat natürlich die meisten Sachen in das Gebäude gedrückt. Ganz wenig ist herabgefallen. Nun lassen Sie mich noch eine bessere Aussicht hier verschaffen. Nun, dieses Loch, das sind wohl 6-7 Stockwerke, die dort dort gibt es eine große Flamme, dort ist eine Explosion im Inneren. Sie sehen Leute, die die Straße entlang laufen. Nun ist das ganze Gebäude explodiert. Die Leute rennen die Straße entlang. Sind wir immer noch in Verbindung? Da hat es wohl Substanzen gegeben, die diese Explosion im zweiten Gebäude hervorgerufen haben. Wir erfahren soeben, dass möglicherweise... Nun, hier ist Panik überall. Wir melden uns gleich wieder. Würden Sie uns die Gelegenheit geben, jetzt... Wenn Sie uns einmal nochmal zurückrufen könnten, wir wollen einige Bilder noch von unserem News-Helikopter nehmen. Ein zweites Flugzeug scheint hier noch eine Rolle gespielt zu. Lassen Sie uns nicht spekulieren, aber lassen Sie uns festhalten, das kann passiert sein. Die zweite Explosion stützt die Theorie, dass die Verkleidung des Flugzeuges noch in den Gebäude selber drin ist. Wenn Sie sich das zweite Gebäude einmal ansehen, beide Gebäude brennen. Das war vor einigen Minuten noch nicht der Fall. Das ist auch der zweite dieser Zwillingstürme brennt. Wir werden jetzt noch überprüfen, ob es einen zweiten Flug gegeben hat. Das ist wohl gegen 8.48 Uhr New Yorker Zeit geschehen. Es war wohl kein Flugzeug des Cessna-Typs, aber vielleicht ein Passagierflugzeug ist in den Nordteil des World Trade Centers geflogen. Die zweite Explosion, die Sie jetzt hier auch noch sehen können, der zweite der Zwillingstürme, hat viel Trümmer verteilt. Ist Winston immer noch mit uns verbunden? Nein, er ist nicht da. Ich spreche jetzt mit meinem Produzenten. Haben wir einen Augenzeugen, der etwas besser sieht, als wir das von unserer Position aus tun können? Wir sehen dort Trümmerteile herabfallen. Wir haben hier einen Reporter, der auch Augenzeuge war, der sich jetzt in der Innenstadt befand zum Zeit des Aufpralls. Was können Sie uns berichten? Hi Steve, ich bin in der 86. Straße. Ich sehe das World Trade Center aus ungefähr die Hälfte des Gebäudes bis zur Spitze. Und vor einiger Zeit habe ich den Rauch noch sehen können. Ein kleines Flugzeug, vielleicht wie ein Propellerflugzeug, ist aus der westlichen Richtung herangeflogen und hat sich 25 Stockwerke unterhalb der Gebäudespitze, ist es verschwunden, dann explodiert. Es ist auf der anderen Seite geschehen von meinem Blickpunkt aus, sodass ich nicht sagen kann, was genau passiert ist. Es ist sicherlich zu niedrig geflogen.
Wir haben vor einigen Momenten ist das gesehen, wie ein zweites Flugzeug in das World Trade Center gerauscht ist. Vielleicht ist dies ein Passagierflugzeug gewesen. Vielleicht hat ein Navigationssystem oder eine bestimmte elektronische Vorrichtung versagt, sodass zwei Flugzeuge möglicherweise in das World Trade Center innerhalb eines Abstands von 18 Minuten. Wir sehen ein weiteres Passagierflugzeug, das trifft auf das World Trade Center. Diese Bilder sind angsterregend. Und das sind in einem Abstand von einigen Minuten passiert. Man würde also natürlich vermuten oder spekulieren und die Frage stellen, wenn ein Navigationsequipment, das zwei Flugzeuge in die World Trade Center gleichzeitig stürzen können. Sie sehen hier Live-Bilder des World Trade Center. Nun, wir haben zwei Passagierflugzeuge, die innerhalb von 18 Minuten voneinander in die Türme des World Trade Centers geflogen sind. Sind Sie immer noch mit uns telefonisch verbunden? Dr. Janin, das sind angsteinflößende Bilder und ich würde annehmen wollen, dass Sie natürlich das auch denken. Wir haben einige Kommentare gehört unseres Partnersenders WABC. Wir reden mit WNYW, die uns Live-Bilder zur Verfügung stellen, dieser beeindruckenden Bilder aus Südmanhattan. Das Flugzeug, die... Nun, etwas hat diese... Ja, liebe Zuschauer, vielleicht die wichtigsten Fakten, die wir jetzt hier mitbekommen haben bei CNN, mal kurz zusammengefasst. Es soll eine zweimotorige Maschine gewesen sein von der Größe einer 737, die dort in den nördlichen Turm des World Trade Centers in New York hineingerast ist. Etwa 20.000 bis 30.000 Menschen befinden sich in dem Gebäude und in dieser Umgebung in Manhattan. Sie sehen, mittlerweile hat es auch den zweiten Turm erwischt. Das Feuer hat ungefähr 15 Stockwerke umfasst. Ausgebrochen ist es in etwa im 80. Stockwerk. Und es hat, wie gesagt, im zweiten Turm auch noch eine heftige Explosion gegeben. Man weiß nicht, ob dort auch ein Flugzeug hineingerast ist oder ob dort irgendetwas anderes explodiert ist, was möglicherweise im Zusammenhang steht mit dem Flugzeugeinbruch im nördlichen Tower. Ein Augenzeuge berichtete, dass es wie einen Flammenblitz gegeben habe. Er hörte einen ungeheuren Knall. Es sind keine Trümmer groß herabgestürzt von diesem Flugzeug. Deshalb nimmt man jetzt an, dass sich das Flugzeug nach wie vor in diesem nördlichen Tower befindet. Die Explosion ereignete sich circa um 15.03 Uhr. Es herrscht Panik in Manhattan, wie die Augenzeugen berichtet haben. Die Menschen rennen panisch durch die Straßen, um sich in Sicherheit zu bringen. Es wird nun spekuliert, ob es da möglicherweise einen Fehler in Navigationssystemen gegeben hat, denn normalerweise wird dieses Gebiet über Manhattan nicht von Linienflügen genutzt. Dort sind normalerweise also auch keine Kleinmaschinen groß unterwegs. Und da möglicherweise ein zweites Flugzeug in den anderen Tower noch hineingeflogen ist, kurze Zeit später, kann es durch ein drittes Flugzeug eine Katastrophe. Also man muss wohl davon ausgehen, dass es hier unglaubliche Probleme gibt mit dem Navigationssystem. Und vielleicht hören wir jetzt nochmal den Originalton. Wir glauben, es ist die Nordseite. Das sind unglaubliche Bilder. Dies ist erst vor einigen Momenten passiert. Und wir haben hier einen Augenzeugen am Apparat. Ira Firmer, ehemaliger NTS-Sprecher. Ja, ich spreche mit Ihnen über CNN. Was schließen Sie aus dem, was Sie hier ja gerade gesehen haben, auch durch die Wiederholung der Bilder? Das ist unerklärlich. Es sollte überhaupt kein Flugzeug geben in diesem Bereich. Noch weniger sollte irgendwie direkt auf das World Trade Center zusteuern. Gibt dies vielleicht einen Unfall? Ist das glaubwürdig? Vielleicht ein Navigationsequipmentfehler oder irgendeiner Orientierungsverlust? Nein, nein. Sie haben sehr gute Sicht.
Geht es, da gibt es einen Pilot, wird dann nur auf sein Equipment sich verlassen. In diesen Umständen, nein, nein, er würde dann sicherlich diesen Zusammenstoß aus riskieren. Nun, LaGuardia oder den Kennedy-Flughafen, muss man denn diese Schneise fliegen? Nein, das geht alles westlich des World Trade Centers vorbei und meistens geht man dann auf den Flughafen LaGuardia zu. Es ist dermaßen sichtbar, während man auf New York zufliegt, dass es eigentlich nicht möglich ist für einen Piloten, tagsüber einen Kurs zu wählen, der ihn direkt in dieses Trade Center führen würde. Und schon gar nicht, dass es innerhalb weniger Minuten ein zweites Mal passiert. Das ist jenseits aller Glaubwürdigkeit. Nun, man muss diesen Faktor Uns ist jetzt ein Augenzeuge zugeschaltet aus New York, Michael Sauerborn, Mitarbeiter von Merrill Lynch. Herr Sauerborn, Sie haben das verfolgen können, das Unglück. Können Sie uns das mal beschreiben, wie das abgelaufen ist? Ich kann es immer, ich sitze hier selber persönlich Midtown, also einige Blocks entfernt nördlich vom World Trade Center. Und man verfolgt es ebenfalls über den Bildschirm, immer einen Augenkontakt. Wir sehen natürlich von hier aus runter nach Süden und sehen also die Rauchwolken. Und während ich es verfolgt habe, konnte man also genau sehen, dass das zweite Flugzeug also wirklich Ziel genommen hat auf das zweite World Trade Center und reingeflogen ist, ja. Normalerweise wird ja dieses Gebiet nicht beflogen. Es gibt Spekulationen, dass es ein Anschlag gewesen sein könnte. Worüber wird denn da in New York spekuliert? Momentan können wir wirklich nur spekulieren, aber ich würde es genauso interpretieren, denn normalerweise muss man nur wirklich Ziel auf dieses Gebäude nehmen. Um dort reinzufliegen, also ein reiner Unfall oder eine falsche Navigation scheint mir persönlich ebenfalls ausgeschlossen. Wie ist denn die Stimmung bei Ihren Kollegen da jetzt vor Ort? Zunächst sind wir alle besorgt, was mit den Leuten natürlich passiert und wie viel Unfälle es vielleicht gibt oder Verletzte. Und das ist momentan die große Sorge. Ist Ihnen bekannt, wie viele Menschen dort jetzt ungefähr arbeiten könnten und was für Büros sich da befinden in diesem oberen Teil? Also wenn ich noch richtig im Kopf habe, glaube ich, arbeiten in beiden Towers des World Trade Centers rund 50.000 Leute. Und wir haben also pro Tower mehr als 100 Stockwerke. Also pro Stockwerk sicherlich 50 bis 100 Leute. Also von daher kann einiges passiert sein. Michael Sauerborn, danke soweit erst einmal nach New York. Gern geschehen, danke. Sie sehen die Live-Bilder aus New York vom World Trade Center. Dort sind vor wenigen Minuten zwei Flugzeuge kurz nacheinander in die beiden Tower gerast. Man muss wohl davon ausgehen, dass es ein Anschlag war. Und wir übernehmen jetzt wieder den Originalton und der wird übersetzt. Würde nun auch nicht dieses brennende Mahnmal förmlich nicht sehen würde. Es scheint also, dass zwei verschiedene Flugzeuge in das World Trade Center innerhalb von 18 Minuten geflogen sind. Ist es jetzt möglich, diesen Luftkorridor zu sperren, sodass ein weiteres Flugzeug das nicht auch noch riskiert? Nun, das ist sicherlich kein Unfall. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt andere Flugzeuge aus diesem Bereich fernhalten müssten. Die Bilder, die CNN hier verbreitet, sind sichtbar meilenweit. Wenn jemand etwas noch wiederholen würde, ist es jetzt möglich, den Luftkorridor für andere Flugzeuge definitiv zu sperren? Nein, es gibt dort oben keine Zäune, wie Sie sich vielleicht vorstellen können. Dieser Luftraum ist zwar sicherlich gesperrt, aber wenn jemand dort durchbrechen möchte, dann passiert mit militärischem Sperrgebiet ständig. Uns wurde jetzt gerade berichtet, dass Präsident Bush informiert wurde von diesen unglaublicher Tragödie, die in New York geschehen ist. Er hat um 9.30 Uhr einen Termin, den wir sicherlich auch covern wollen. Er wird natürlich diesen Termin jetzt streichen und wenn wir Kommentare und Äußerungen des Präsidenten haben, sobald sie zur Verfügung stehen, werden wir sie Ihnen bringen. Und wenn ich Sie nochmal auf die Frage zurückkommen kann, über diesen besonderen Unfall, ist es möglich, dass die Flugzeuge verfolgen und über LaGuardia zum Beispiel, dass sie uns Auskunft geben können, über was hier passiert ist, dass sie vielleicht gewisse Landeanfluglichter benutzen, wenn Flugzeuge sich den Gebieten von New York nähern? Nun,
wenn dieser Bereich und wenn diese Flugzeuge der Luftkontrolle unterstehen. Das erste Flugzeug ist Westchester, kommt von Westchester und direkt in das World Trade Center geflogen und wahrscheinlich in den Nordturm. Und das andere Flugzeug, was dort kommt, ob es, es sieht aus, als ob es von Westen herkommt. Diese Flugzeuge könnten und sollten natürlich der Luftkontrolle unterstehen. Aber es ist natürlich genauso gut möglich, dass sie über, durch, in New York hinweg, in jedes Gebäude fliegen, ohne dass sie dieser Kontrolle unterstehen. Oder das sind natürlich die Informationen, oder das ist das, was Luftkontrolle letztendlich ausmacht. Und sie können natürlich das, wenn sie diese Regeln nicht befolgen, natürlich jederzeit auch überspringen. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Berichte. Wir danken Ihnen vielmals für Ihre Beobachtung. Wir wollen Todd Harris jetzt vorstellen. Er hat die Ereignisse verfolgt. Ich habe besonders gut sehen können und ich glaube, ich habe es bemerkt, Sekunden bevor es das Gebäude getroffen hat. Es ist sehr langsam geflogen und hat sich so eingerichtet, dass es das erste Flugzeug direkt auf das Gebäude zugeflogen ist. Ich war auf einem der Umgehungsstraßen hier und konnte genau sehen, was dort geschehen ist. Leon möchte jetzt noch etwas hinzufügen. Nun, ich checke gerade die Agenturen und Associated Press berichtet, dass das FBI Washington die Untersuchung verfolgt, dass das hier wohl tatsächlich nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Wir reden hier auch von Kidnapping. Wir reden hier von Flugzeugentführung. Kelly Arena ist am Telefon in Washington für uns. Hallo Kelly, sind Sie dort? Kelly Arena ist nicht da. Kelly, doch. Nun, ein FBI-Vertreter hat uns gerade gesagt, dass sie noch nicht feststellen konnten, ob dies ein terroristischer Angriff war. Aber es hat bisher keine Kommunikation gegeben. Keiner, der die Verantwortung übernommen hat, was diese Crashes angeht. Es gibt eine Untersuchung, die jetzt gerade läuft, und man sollte in einiger Zeit. Wir reden hier von den Kollegen hier in New York, die herausfinden können, ob das terroristischen Hintergrund hat nicht. Aber bisher gibt es noch nicht eine Entscheidung in dieser Hinsicht und sie untersuchen die Sache noch. Vielen Dank, Kelly in Washington. Todd, du bist noch bei uns. Wir haben Todd nicht hier. Wenn Sie sich jetzt erst zugeschaltet haben, die Eilmeldung, die wir hier verfolgen, innerhalb von 18 Minuten sind zwei verschiedene Flugzeuge in das World Trade Center gestürzt. Die Rettungsmaßnahmen sind eingeleitet. Das ist der zweite Flugzeug, das in den bereits brennenden Turm gestürzt. Das ist erst vor einigen Minuten passiert. Sie haben es hier live gesehen, hier bei CNN und NTV. Eine große Explosion ist hier verursacht worden. Wir zeigen Ihnen weiterhin Live-Bilder, Rauch und Feuer in beiden Türmen des World Trade Centers. Wir haben Bilder des Flugzeugs, wie es sich, das zweite Flugzeug, wie es sich dem Turm nähert. Wir können das vielleicht nochmal sehen gleich. Aber natürlich ist dadurch wesentlich größerer Schaden entstanden. Das sind unglaubliche Bilder, die wir Ihnen hier zeigen. Joe Trachtenberg ist am Telefon. Sie haben, was haben Sie gesehen? Was ist Ihr Aussichtspunkt und was haben Sie gesehen? Ich habe das im Radio gehört, dass einer dieser Türme brennen würde. Wir sind zu einem Aussichtspunkt auf unserem Gebäude zu sogar am 52. Stockwerk und hatten eine ganz deutliche Sicht auf die Türme des World Trade Center. Der eine Turm brannte und ein niedrig fliegendes Flugzeug näherte sich. Und noch bevor wir wissen, was passiert, ist es in den anderen Turm geflogen. Eine Riesenexplosion, Fenster flogen herum, grauenhaft. Waren Sie nah genug daran, um uns eine Vorstellung zu entwickeln, was für ein Flugzeug das war? Ich bin kein Flugzeugexperte, aber ich konnte, es war kein großer Passagierjet, es war ein eher kleineres Flugzeug, das noch eine Kurve drehte.
Wenn wir also hier weiterhin die Luftaufnahmen sehen vom World Trade Center, ist zugeschaltet per Handy unser normalerweise Wall Street Correspondent Jens Korte. Jens, während wir, wie gesagt, diese Luftaufnahmen sehen, wie gestaltet sich denn das Straßenbild? Es wird beschrieben von Panik. Wie sehen Sie das da bei Ihnen? Ja, hier spielen sich ja auf alle Fälle traumatische Szenen ab. Und ich selber bin jetzt mittlerweile hier in die New York Stock Exchange gegangen, weil auf den Straßen rennen Menschen, es fliegen Papierfetzen herum, es wird geschrien, man hört Explosionen und das Ganze fing damit an, dass überhaupt erstmal, unser Büro ist ganz in der Nähe vom World Trade Center, erstmal Papier durch die Luft geflogen ist. Keiner wusste genau, was war. Dann hat man Feuer im World Trade Center gesehen. Ich war kurz unten auf der Straße. Man sieht Menschen, die teilweise bluten, man sieht Menschen, die rennen. Es ist wirklich ein großes Rätselraten hier, doch genau was passiert ist. Man spricht doch davon, dass eventuell doch eine größere Maschine des Typ 737, eine zweite Maschine in einen der Türme reingerast sein könnte. Also momentan herrscht noch etwas Unklarheit, aber eins ist natürlich klar, hier herrschen absolute Szenen des Schreckens und niemand weiß ganz genau, was passiert ist und wie das Ganze jetzt weitergeht. Also das, was man bisher weiß, ist, dass es offensichtlich zwei Maschinen sind, die nacheinander innerhalb von 18 Minuten in beide Türme geflogen sind. Die Spekulationen gehen zum einen in Richtung Terror, zum anderen gehen sie aber auch noch in Richtung Flugzeugentführung. Nichts Genaues weiß man auch nicht über Opfer. Wie sieht es bei Ihnen da aus? Kann die Polizei das überhaupt in den Griff bekommen? Naja, das Feuer ist natürlich oben in den Türmen ausgebrochen und da ranzukommen, das wird natürlich schwer sein. Hier übrigens an der Börse ist natürlich auch jeder entsetzt und jeder wartet hier auf seinen Kollegen, dass er eventuell dann zur Arbeit kommt. Denn im World Trade Center unten drin ist auch eine wichtige U-Bahn-Station und viele Menschen werden mit Sicherheit zum Zeitpunkt des Crashs auf dem Weg zur Arbeit gewesen sein. Und wie genau jetzt das Flugzeug da reingerast ist, ob es ein Terroranschlag war, ob es, was Sie gesagt haben, eine Entführung gewesen ist, das ist natürlich die große Frage. Eins ist klar, Sie sehen es ja selber bei den Fernsehbildern, es ist ein wunderschöner, klarer Tag hier in New York, also aus Versehen oder aus sichtwidrigen Gründen ist das Flugzeug mit Sicherheit nicht in einen der Türme reingerauscht. Das, was wir hier sehen, sind auf jeden Fall schwarze Rauchwolken. Es brennt noch im Gebäude. Was sieht man denn eigentlich von unten? Denn diese Gebäude sind über 400 Meter hoch. Ja, man sieht auf alle Fälle, dass Flammen aus den Fenstern rausschlagen. Man sieht, dass mittlerweile beide Türme brennen. Und es sind nicht nur, wie zunächst gedacht, nur 15 Stockwerke, die brennen. Es sind mit Sicherheit 20, 30 Stockwerke, die mittlerweile Feuer gefangen haben. Die Statik vom World Trade Center ist ja eigentlich recht gut und hat ja auch vor einigen Jahren schon einen Terroranschlag überlebt. Also man kann nur hoffen, dass jetzt nichts Größeres passiert, dass die Feuerwehr das Feuer in den Griff bekommt und dass auch die Statik von den Türmen hält. Zumindest hier kann man sich vorstellen, ist natürlich absolute Panik und Rätselraten hier im Moment angesagt in New York. Haben Sie schon mal mit Leuten gesprochen, die aus dem Gebäude rauskamen oder die Sie auf der Straße getroffen haben? Also ich habe noch niemanden gesehen, der jetzt direkt von dem Brand weggelaufen ist. Man konnte in dem Fernsehen hier sehen, wie die Flugzeuge reingerauscht sind. Ich habe selber etwas Blut an den Händen, als ich unten auf der Straße war. Also wahrscheinlich ist da doch der ein oder andere dann einfach in der Panik weggelaufen und hat einfach erstmal nur versucht, sich selbst zu retten. Passen Sie bitte auf sich auf für den Augenblick. Vielen herzlichen Dank und bitte stehen Sie uns weiterhin zur Verfügung. Danke für den Augenblick. Bis später. Tschüss. Bringen wir Sie also nochmal auf den aktuellen Stand des Geschehens. Vor gut 25 Minuten gab es die erste Explosion. Binnen 18 Minuten sind zwei Flugzeuge in das World Trade Center, genauer gesagt in beide Türme des World Trade Centers, gerast. Es gibt bisher keine Erklärungen dafür, was tatsächlich passiert ist. Spekuliert wird über A, einen Terroranschlag, B, aber auch über eine Flugzeugentführung. Die zweite Explosion und das zweite Flugzeug könnte ein größeres gewesen sein. Eine 747 wird beschrieben und in den beiden Gebäuden arbeiten bis zu 50.000 Menschen und wir haben es in New York, in Manhattan gerade mal kurz vor 9:30, das heißt ein ganz normaler Dienstagvormittag, wo Leute bei der Arbeit sind. Der Kollege Jens Korte, der für uns vor Ort ist, hat gerade die Situation beschrieben. Panik ganz offensichtlich in Manhattan und die Polizei versucht natürlich weiterhin, diese Szenerie in den Griff zu bekommen. Wir halten Sie hier natürlich die ganze Zeit weiter auf dem Laufenden. Ja, und in Kürze wird ein Statement von US-Präsident Bush erwartet zu dieser Tragödie. Und sobald wir die hier bekommen, dieses Statement, werden wir natürlich dann live direkt dorthin schalten, nach Washington. Jetzt übernehmen wir den Originalton von CNN. Ein terroristischer Akt zu sein scheint. Und hier wird ein offizieller Vertreter der US-Regierung zitiert. Aber wir haben das natürlich noch nicht im Detail und wer das gesagt hat, aber es wird gesagt, dass ein offizieller Vertreter gesagt hat gegenüber AP, dass diese beiden
Flugzeugabstürze auf die Türme des World Trade Centers ein terroristischer Akt sein. Präsident Bush wird gleich diesen Vorgang kommentieren. Jeden Moment wird das stattfinden. Wir werden natürlich dann auch sofort drüber gehen. Wir hatten natürlich heute einen Termin in Sachen Bildungsfragen. Dieser Termin wurde gestrichen, aber vielleicht kann er über die umgehenden Pläne des US-Präsidenten etwas sagen. Nun, Präsident Bush, wie Sie bereits gesagt haben, wird hier MIE Booker in Sarasota eine Erklärung abgeben zur Katastrophe der Twin Tower in New York, und danach wird er sich an Bord der Air Force One begeben und sofort nach Washington zurückfliegen. Wir haben von offiziellen Vertretern, die mit dem Präsidenten unterwegs sind, erfahren, dass er kurz nach 9 Uhr von diesem Vorgang informiert wurde. Und ich glaube, dass sein Chief of Staff ihm gesagt hat, sein Stabschef ihm erklärt hat, was in New York City vorgegangen ist. Er verfolgt die Ereignisse, sofern er das jetzt kann. Und als er heute Morgen den Grundschülern ein Buch vorgelesen hat, als ihn Reporter nach der Situation in New York gefragt haben, er nickte sehr ernst und gab bekannt, dass er in wenigen Momenten eine Erklärung abgeben würde. Und von Leuten, die mit dem Präsident reisen, er versucht, über diese erstaunlichen und abschreckenden Bilder informiert ist. Er versucht, sie auch zu bekommen, aber es gibt hier keine Bestätigung von Vertretern des Weißen Hauses, was hier ein Unfall oder ein terroristischer Akt vorgefallen ist. Sie versuchen, das so gut wie möglich zu klären. Und wenn Sie das schon sagen, was diese Fragestunde mit dem US-Präsidenten angeht, natürlich, man möchte nicht die Kinder erschrecken. Nun, der Präsident weiß, wie man mit Reportern umzugehen hat, wann es angemessen ist, Fragen entgegenzunehmen oder das nicht zu tun. Und heute Morgen vor den Schulkindern, da wollte er doch wohl die Sache eher herunterfahren. Aber wir werden später noch einmal darüber sprechen. Wir glauben, dass wir jeden Moment was von dem Präsidenten etwas hören werden. Ja, ich glaube, das wird innerhalb der nächsten 10 Minuten geschehen. Und während wir also weiter auf den US-Präsidenten warten und auf sein Statement und wir hier uns die Bilder anschauen, gibt es natürlich aus New York noch andere Meldungen. Auch die Folgen dieser beiden Explosionen machen sich an der Wall Street bemerkbar, an den Börsen überhaupt. Nach den Explosionen hier im World Trade Center, wie wir hier sehen, sind auch die deutschen Aktienindizes nach einem deutlich festeren Verlauf erstmal ins Minus gedreht. Und Händler sagen, sowohl Nasdaq als auch S&P Future brachen nach der Explosion ein. Der Nasdaq Future notierte wenige Sekunden nach den ersten Meldungen schon mit einem Abschlag von über 42,5 Punkten und der Dow Jones Future gab um 120 Punkte ab, und zuvor hatten beide Terminkontrakte noch deutlich im Plus gelegen. Daraufhin fiel natürlich auch der deutsche Aktienindex um 1,2 Prozentpunkte auf 4.613 Punkte wieder runter, nachdem er zuvor bis zu 2 Prozent gestiegen war. Auf den Devisenmärkten allerdings relativ wenig Bewegung bisher. Noch der Dollar fiel nach den ersten Meldungen um einen halben Eurocent. Also in der Wirtschaft macht sich das sehr, sehr schnell bemerkbar. Und ganz kurz hier vielleicht noch das jüngste Update von dem, was wir bisher wissen, nach einer knappen halben Stunde. Das ist nicht viel, was wir wissen. Wir sehen hier jetzt seit einer... Okay, ich höre gerade, der Handelsbeginn an der Wall Street ist offensichtlich verschoben. Das dürfte damit zusammenhängen, dass in Südmanhattan Panik ausgebrochen ist. Die Sicherheits- und Einsatzkräfte bekommen die Szenerie nicht in den Griff. Und jetzt sehen wir Präsident Bush und schalten rüber. Washington zurückgehen, danach über Bildungsfragen sprechen. Ich möchte den Menschen hier danken in der Booker Elementary Schule für ihre Freundlichkeit. Nun, heute haben wir eine nationale Tragödie erlebt. Zwei Flugzeuge sind in das World Trade Center gestürzt, in einem offensichtlich terroristischen Anschlag auf unsere Nation. Ich habe mit dem Vizepräsident gesprochen, mit dem Gouverneur von New York, dem Direktor des FBI, und habe angeordnet, dass alle Kräfte der Regierung den Opfern und ihren Familien zur Verfügung stellen sollen und eine umfassende Untersuchung angeordnet, um
diejenigen zu finden, die diese Tat verbrochen haben. Terrorismus gegen unsere Nation wird keine Chance haben. Wenn Sie mich jetzt in einem Moment der Ruhe bitte begleiten wollen. Möge Gott die Opfer, ihre Familien und Amerika segnen. Vielen Dank. Das war das Statement von US-Präsident Bush nach diesem Anschlag. Also Bush spricht ganz offensichtlich von einem Akt gegen die Vereinigten Staaten. Er hat die umfassende Untersuchung angeordnet. Und wir haben soeben auch die Meldung bekommen, dass ein Flugzeug, wahrscheinlich dass beide Flugzeuge, sollen entführt worden sein. Und zwar in Boston und wurden dann offenbar umgelenkt hier ins World Trade Center. Die Katastrophe ereignete sich kurz vor 9 Uhr Ortszeit heute Morgen. Die Menschen waren also alle gerade auf dem Weg zur Arbeit. Es soll eine zweimotorige Maschine, auf alle Fälle eine Maschine der Größe vom Typ 737 in den nördlichen Tower gerast sein und eine weitere Linienmaschine dann kurze Zeit später, 18 Minuten später, in den zweiten Tower. An die 50.000 Menschen arbeiten täglich hier im World Trade Center. Das wurde 1970 gebaut und es gilt als das Wahrzeichen von New York, als eines der wichtigsten Wahrzeichen. Und auch die Börse. Da wurde sofort reagiert, der Handel wurde verschoben, also er hat jetzt nicht so wie gewöhnlich begonnen um diese Zeit. Die Kurse haben auch reagiert, hier vielleicht nochmal die wichtigsten Indizes, sowohl Nasdaq und S&P Futures brachen nach dieser Explosion sofort ein. Der Nasdaq Future notierte wenige Sekunden nach den ersten Meldungen mit einem Abschlag von 42,5 Punkten und der Dow Jones Future gab um 120 Punkte nach. Zuvor hatten beide Terminkontrakte deutlich im Plus gelegen. Daraufhin fiel auch der deutsche Aktienindex um 1,2% auf 4.613 Punkte, nachdem er zuvor um bis zu 2% gestiegen war. Auf den Devisenmärkten gibt es wenig Bewegung. Der Dollar fiel nach den ersten Meldungen um einen halben Eurocent. Und wie schon erwähnt, US-Präsident Bush hat jetzt eine sofortige Untersuchung angekündigt. Es wird davon ausgegangen, dass es hier ein terroristischer Anschlag war. Wir wollen an dieser Stelle mal zugeschaltet hören von unserem Wall Street Correspondent Markus Koch, welche Bedeutung eigentlich dieser Zwillingstower hat. Markus, Sie sehen auch diese schrecklichen Bilder, die wir hier die ganze Zeit live übertragen. Wie muss man das einschätzen? Nun Lars, also bei dem Anblick kriege ich natürlich auch wirklich Gänsehaut, denn viele meiner Kollegen, die an unten auf dem Parkett arbeiten, haben ihre Büroräume in diesem World Trade Center drin und die Bedeutung ist natürlich immens. Also da können Sie im Grunde genommen fast jedes größere Brokerhaus nennen, die dort ihre Büros haben. Merrill Lynch beispielsweise hat einige Stockwerke in dem Gebäude und auch American Express, bei der eine gute Bekannte von mir arbeitet, im North Tower des Gebäudes ist dort vertreten und das sind also wirklich in der Tat erschütternde Bilder. Es sind ja mindestens 20 Stockwerke, die da in Flammen stehen sollen. Nun haben wir mit Jens Korte schon gesprochen, der sozusagen unten auf der Straße steht, mitten in der Panik in Manhattan. Wie ist denn dieses Gebäude eigentlich abgesichert? Das heißt, wir sehen hier immer noch, es brennt in den Gebäuden. Niemand weiß, wie Menschen rauskommen, blutige Menschen, die über die Straßen laufen. Wir hören von schrecklichen Szenarien, die sich da abspielen. Ja, es erinnert mich fast so ein bisschen an die Zeit, an der ich in New York gegangen bin, als der erste Bombenanschlag auf das Gebäude vorgenommen wurde, damals in den U-Bahn-Schächten und das Bild damals war natürlich auch katastrophal. Die Sicherheitsmaßnahmen in den Gebäuden sind ausgesprochen hoch gewesen seitdem, dass wissen wir gerade im Fernsehbereich, denn Drehen in dem Gebäude, die Genehmigung für dort zu bekommen, war über Jahre hinweg nach diesem Anschlag ausgesprochen schwierig. Und die Sicherheitsmaßnahmen sind, wie gesagt, hoch. Aber Lars, über einen Punkt muss man sich auch im Klaren sein. Ein Gebäude, das 414 Meter hoch ist, wie löscht man ein solches Gebäude mit den internen Löschanlagen, die aber möglicherweise gar nicht mehr funktionieren könnten? Wie lange also wird dieses Feuer noch andauern? Also das sind jetzt Fragen, die wir uns natürlich jetzt alle hier unten stellen. Aber die Zustände sind in der Tat katastrophal. Nun ist, das ist mag im ersten Augenblick makaber klingen, der Handel an der New York Stock Exchange erstmal ausgesetzt für den Augenblick. Das macht ganz sicherlich Sinn. Wie weit ist denn die Börse, eigentlich die Wall Street, entfernt?
Nun, ich würde mal sagen, das World Trade Center ist etwa von unserem Büro in New York 500 Meter entfernt. Wir sind etwa direkt neben der Trinity-Kirche und insgesamt ist die New Yorker Aktienbörse, ich würde mal sagen, maximal 1000 Meter vom World Trade Center entfernt. Das ist also direkt um die Ecke und wie ich auch aus meinem Büro in New York höre, fliegen in der Tat dort überall die Papierfetzen. Und wissen Sie, die ganzen U-Bahn-Systeme leiten natürlich unten am World Trade Center vorbei oder direkt auf der Wall Street, sind also direkt im unmittelbaren Umfeld des World Trade Centers und man ist also, ja, leider Gottes im wahrsten Sinne des Wortes wirklich mitten dabei. Also der Schlag dieser Explosion und dieser Aufprall, also das ist schon, Sie merken selber, Lars, das passiert mir nicht oft, aber mir fehlen im wahrsten Sinne des Wortes die Worte. Die Börse bleibt geschlossen, hören wir gerade, das macht ganz sicherlich Sinn. Wie schwierig dürfte es denn für die Einsatzkräfte eigentlich sein, einen Riegel der Sicherheit dort zu ziehen in diesem Wust, gerade wenn Panik ausgebrochen ist? Nur wenn man sich überlegt, dass gerade unten im unteren Teil von Manhattan ein ziemliches Gewirr kleinerer Straßen ist, dann wird es sicherlich nicht unbedingt so wahnsinnig einfach leicht fallen. Und zumal man auch relativ wenig Möglichkeiten hat, dort unten rauszukommen, weil, wie gesagt, fast alle U-Bahn-Systeme unten im World Trade Center oder direkt an der Wall Street zusammenlaufen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass zur Stunde die U-Bahn-Systeme dort unten überhaupt funktionieren. Dann haben sie den FDR Drive, die Straße, den Highway, der direkt quasi die Verbindung zwischen der Verbindung World Trade Center und World Financial Center hindurchführt, mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit gesperrt sein dürfte. Also ohne jetzt wirklich direkt dort zu stehen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es zu einem sehr großen Chaos dort gekommen ist und der sicherlich auch für die Polizeikräfte und für die Feuerwehr eine immense Herausforderung sein wird. Es gibt offensichtlich laut Agenturberichte aktuell ein Bekennerschreiben einer palästinensischen Organisation. Das ruft auf jeden Fall Erinnerungen zurück an den vergangenen Anschlag. Oh ja, das wirft sehr große Erinnerungen zurück und etwas, was ja nun das World Trade Center auch bis heute im Grunde genommen als schlechten Ruf in Anführungsstrichen mit sich geschleppt hat. Denn in New York war lange, lange Zeit klar, dass wenn es jemals zu einem Terroranschlag kommen wird in der Stadt, dann wird das World Trade Center schon alleine wegen der schieren Anzahl der Menschen in diesem Gebäude und wegen dem Statussymbol als das Symbol Amerikas und das Symbol des Finanzzentrums der Welt wohl als das geeignete Terroranschlag-Gebäude sein. Und wir können uns noch sehr gut daran erinnern, dass nach dem damaligen Bombenanschlag die Büros, die Büromieten und alles im World Trade Center wirklich gecrashed sind, weil niemand oder sehr wenige Leute bereit waren, dort Bürofläche zu mieten. Also man war sich durchaus bewusst, dass wenn es dazu kommen würde, dann wird es höchstwahrscheinlich wieder das World Trade Center sein. Aber dass es auf diesem Weg passieren würde, damit hat natürlich niemand gerechnet. Markus Koch, vielleicht vielen herzlichen Dank erstmal für diese erste Einschätzung aus New York. Und wir bleiben natürlich dran an diesem Thema Nahost. War es tatsächlich ein palästinensischer Anschlag? War es eine palästinensische Extremistenorganisation? Und es ist gerade bestätigt worden über die Agenturen, also dieses Bekennerschreiben ist ganz offensichtlich echt. Und wir versuchen jetzt weiterhin den Kollegen Ulrich Sahm in Jerusalem zu erreichen, um vielleicht auch von dort die ersten Reaktionen einzufangen. Wir bleiben natürlich die ganze Zeit weiterhin auf diesen erschütternden Bildern und versorgen Sie hier mit den aktuellen Informationen und schalten uns, bis wir die Leitung zu Ulrich Sahm haben, vielleicht wieder auf den Originalton der Kollegen von CNN. And to find those folks who committed this act. Terrorism against our nation will not stand. And now, if you join me in a moment of silence. May God bless the victims, their families, and America. Thank you very much. Der Präsident wurde zum ersten Mal informiert über die Situation in New York von Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice informiert. Detailliertere Informationen kamen von seinem Staatschef Andrew Hart, der mit dem Präsidenten unterwegs ist in Sarasota. Er wollte eigentlich über Bildungsreform sprechen, aber er hat all diese Pläne unterbrochen und spricht mit seinen Beratern, sofern er das kann, auf dem Flug zurück nach Washington zu einem Treffen des Nationalen Sicherheitsrates. Nun, bevor Sie weggehen und es tut mir leid, wenn ich Sie nochmal wiederholen muss, wissen wir, wo der Präsident war und als ihm diese Information zukam?
Er kam gerade hier in Sarasota an, in der Booker Grundschule. Er war etwas joggen gegangen hier in Sarasota. Er war mit der Limousine hier. Und dann kamen die ersten Bilder auf den Fernsehbildschirm. Der Präsident hat hier in der Schule von seiner nationalen Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice bekommen und ist dann abgedatet worden von Andrew Card und hat der Presse klargemacht, dass er eine Erklärung abgeben würde. Und er hat kurz zuvor aber diesen Schülern hier noch eine Geschichte vorgelesen. Und als er auf die Situation angesprochen wurde, hat er genickt und hat gesagt, er würde bald drüber sprechen. Er hat das jetzt auch gerade gemacht und sprach von einem offensichtlichen Akt des Terrorismus. Wenn ich Sie hier unterbrechen darf, Ted Kennedy, Senator Kennedy spricht. Wir können ihn vielleicht jetzt noch einmal hören. Wir unterstreichen noch einmal die Tatsache, dass wir jetzt die Dinge noch. Da gibt es vertagen werden, dass Amerika wird in allen Bereichen sich nicht aufhalten lassen durch Terrorismus, auch was die Politik angeht. Wir freuen uns jetzt hier von der First Lady noch einige Dinge hören, die für eine ganz wichtige Bedeutung für die Familien in diesem Lande sind. Und aufgrund ihrer Erfahrung und ihrer Führungsqualitäten wird dieses Komitee und der Kongress großen Nutzen ziehen aus ihren Erklärungen. Und Senator Ted Kennedy im Pentagon gibt es eine spezielle Situation. Können Sie uns hören? Nun, vor kurzem gibt es hier Rauch, der aus dem Pentagon dringt, in der Nähe des Hubschrauberlandeplatzes, im Westteil des Gebäudes. Nun, dieses ganze Gebiet wird auch evakuiert und Leute werden von der Feuerwehr in Arlington betreut und gelöscht und an der Grundlage des Gebäudes. Und es ist jetzt unmöglich von mir aus, von dieser Seite des Gebäudes aus, zu sagen, ob das Gebäude brennt oder was die Ursache dafür ist. Ich habe keine Explosion gehört. Aber es gibt es sicherlich ein sehr, sehr großes Feuer im Westteil des Gebäudes, dieses sehr, sehr großen Gebäudes. Wir reden hier vom Pentagon. Die Ereignisse überschlagen sich. Die Polizei hat soeben gemeldet, es soll ein drittes Flugzeug im Anflug sein auf das World Trade Center. Und es wurde auch bestätigt, dass es ein Bekennerschreiben einer palästinensischen Extremistenorganisation gibt, die sich also zu diesem Anschlag bekennt am World Trade Center. Und soeben erfahre ich, dass es auch offenbar eine Explosion im Pentagon gegeben hat. Also ein breiter Terroranschlag von den Palästinensern. Wir warten auf die Verbindung zu unserem Korrespondenten in Jerusalem, zu Ulrich Sahm. Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, heute Morgen, Ortszeit kurz vor 9 Uhr, raste das erste Flugzeug in den nördlichen Tower des World Trade Centers und explodierte dann natürlich sofort. 18 Minuten später raste dann eine zweite Maschine, es war eine Linienmaschine, die von Boston entführt worden sein soll. Die raste dann in den anderen Tower. Die Menschen in New York sind in Panik. Der Handel an der Börse wurde ausgesetzt, beziehungsweise die Börse bleibt bis auf Weiteres auch geschlossen. Die Kurse haben heftig darauf reagiert. Und wir sehen jetzt die Bilder und es heißt auch, das Weiße Haus soll evakuiert werden. Katastrophe in New York sozusagen. US-Präsident Bush hat sich Wir bekommen auch Berichte, dass auf der Mall in Washington ein Brand ist. Die Hauptstraße vom Kapitol zum Weißen Haus, eine direkte Linie in Washington, D.C.
Dort haben wir Bericht von einem Brand. Was Sie jetzt hier sehen, ist Washington, wenn ich das hier richtig auf dem Monitor interpretiere. Bisschen schwierig von uns aus. Sieht aus wie das Regierungsgebäude und da hinten diese große Rauchwolke. Sirenen hören Sie hier überall in New York, Menschen draußen auf den Straßen, die diese Szene der WTC-Türme sich anschauen. Im Februar 93, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, gab es diesen Terroristenanschlag auf das World Trade Center. Da ist in der Garage eine Bombe explodiert an jenem Tag im Februar 93. Hier 2001 sind wir und was wir vor uns zu haben scheinen, sind vorsätzliche Anschläge auf das World Trade Center. Wir haben die zwei Berichte aus Washington, vom Pentagon, vom Verteidigungsministerium. Ich habe Chris am Telefon im nationalen Flughafen Washington. Was hören Sie? Ich bin gerade vom Flugzeug runtergekommen. Ich habe dort auf dem Parkplatz einen Riesenlärm gehört. Ich habe keinen Ton mehr. Der Dolmetscher hat keinen Ton mehr. So, da ist Ulrich Sahm. Hallo nach Jerusalem. Herr Sahm, es gibt ein Bekennerschreiben einer palästinensischen Terrorgruppe. Noch vielleicht kurz im Nachschlag. Das dritte Flugzeug, von dem soeben berichtet wurde, dass es im Anflug sei, ist auf das Pentagon in Washington gestürzt. Wie ist denn jetzt in Jerusalem direkt? Ich habe noch weitere Informationen. Also nicht nur eine Riesenexplosion auch im Pentagon, also dem amerikanischen Verteidigungsministerium, sondern auch in einem Gebäude direkt neben dem Weißen Haus, dem Old Executive House. Da steigt auch Rauch auf. Das ist das Gebäude, wo die meisten Beamte, die direkt dem Präsidenten unterstehen, arbeiten. Also wir haben jetzt inzwischen vier Plätze, wo etwas passiert ist. Der israelische Rundfunkabhörer, der seine eigenen Quellen hat, erzählte von zwei Maschinen, die entführt worden seien. Eine davon eine American Airline von Boston mit 180 Passagieren an Bord, die sich in das World Trade Center in New York gestürzt hat. Über die anderen haben wir noch keine Informationen. Jetzt zu dieser Information: DFLP, die Demokratische Front zur Befreiung Palästinas. Das ist jene Organisation, die Naif Hawatme untersteht. Diese Organisation hat ihren Sitz bis heute in Damaskus. Es ist eine der Mini-Organisationen unter dem Schirm der PLO. Es ist also eine Untergruppe der PLO, eine der radikalen Gruppen, die gegen den Friedensprozess sind und deswegen ihren Sitz in Damaskus aufgenommen haben. Wir haben dieses Bekennerschreiben noch nicht gesehen, können noch keine weiteren Informationen dazu liefern. Historisch vielleicht nur kurz, Naif Hawatme und die DFLP hat in den 70er Jahren sich kräftig auch an dem internationalen Terror beteiligt, unter anderem auch die Flugzeugentführungen und viele andere sensationelle Anschläge in der ganzen Welt. Das ist das, was wir über diese Gruppe im Augenblick wissen. Können Sie uns vielleicht etwas zu der Einordnung sagen, wie es bei Ihnen in Israel gesehen wird in puncto ein Anschlag oder mehrere Anschläge in dieser Größenordnung? Hat es in der Geschichte der USA überhaupt noch nicht gegeben auf eigenem Territorium? Wie wird das bei Ihnen gesehen? Also wollen wir so sagen, es hat ja vor einigen Wochen einen Versuch gegeben, eines libanesischen Flugzeugs eine winzige Cessna von einem Mann, der offensichtlich geistesgestört war. Die Israelis sind so wahnsinnig scharf. Sie haben ständig Flugzeuge in der Luft. Und wenn irgendein Flugzeug sich in irgendeiner verdächtigen Art und Weise Israel nähert, dann sind die Kampfflugzeuge sofort da, es abzuschießen. Und sie schießen es auch sofort ab, ohne erst lange abzuwarten. Denn sie wissen genau, Gefahren, gerade von Terroristen dieser Art, drohen ihnen jederzeit. Und deswegen die Überreaktion der Israelis hier. Ich habe noch keine offiziellen Reaktionen gehört, aber es ist völlig klar, dass diese konzertierte Aktion mit vier Anschlägen in Washington und New York, dass das kein Zufall ist, kein Foul Play, wie es so schön auf Amerikanisch heißt, oder vielleicht Navigationsgeräte, die nicht ganz richtig funktionieren. Das ist offenbar Terror. Wir wissen noch nicht, von welcher Ecke es kommt, Osama bin Laden oder palästinensische Organisationen. All diese Organisationen agieren antiimperialistisch, sprich gegen Amerika und dann natürlich auch gegen den kleinen Teufel, wie es bei den Iranern heißt, nämlich Israel.
Orisam, wir bekommen soeben die Meldung, dass die palästinensische Organisation DFLP, von der wir gerade gesprochen haben, diesen Anschlag dementiert hat. Also sie hat dementiert, dass sie dahinter steckt. Es gab also vorher die Meldungen, dass es ein Bekennerschreiben der DFLP gibt. Wie geht das zusammen? Auch das wundert mich jetzt überhaupt nicht. Nach vielen Anschlägen in Israel, und gehen wir mal davon aus, dass in Amerika, was da passiert ist, dass das Anschläge sind, kommen zum Teil sehr widersprüchliche Bekennerbriefe von verschiedenen Organisationen. Diese Bekennerbriefe sind ohnehin erstens anonym, sie kommen per Fax von irgendwoher an irgendeine Nachrichtenagentur. Das sind keine offiziellen Schreiben, und auch diese Gruppierungen, die befinden sich alle oder die meisten von ihnen irgendwo im Untergrund. Und auch wenn eine Gruppe es getan haben sollte, dann würden zum Beispiel die Syrer gewiss dafür sorgen, dass sie sich nicht dazu bekennen, denn das wäre ja geradezu eine Kriegserklärung. Zum Beispiel die DFLP, die in Syrien sitzt, in Damaskus, wenn die mit syrischem Segen so etwas organisiert in Damaskus, dann wäre das eine klare Kriegserklärung Syriens an die USA, und dann würden die USA wahrscheinlich entsprechend reagieren. Deswegen sind auch solche Bekennerschreiben sehr gefährlich. Ich wollte gerade nachfragen, gerade was die Reaktionen anbelangt, im diplomatischen Umgangston heißt es immer, man wäre